120 Jahre Platte. Ich habe nicht meine erste Platte mitgebracht, das war YMCA, sondern ich habe eine Platte mitgebracht, die in der doppelten Bedeutung für mich eigentlich steht. Und zwar, der eine oder andere wird es kennen, der ein bisschen älter ist. Ich weiß nicht, wer sie von den Jüngeren kennt. Das ist Ideal, das ist, Neue Deutsche Welle. Warum die Platte besonders ist, ist ein Zeichen, wenn man zu früh am Start ist. Ich habe das bekommen, die ist 1980 gepresst worden. Mein Onkel ist Musikjournalist gewesen in Berlin und der hat sie mir gezeigt. Und hat sie mir mitgebracht und ich war auf dem Dorf und die haben alle Barclay James Harvest und sonstige Sachen gehört. Ich habe sie mitgebracht und alle haben gesagt, was ist das für ein Scheiß? Damals war Berlin noch 3 Jahre voraus und ich habe sie gehört und habe sie weitergehört und irgendwann kam die Neue Deutsche Welle und sie war richtig breit. Da war sie schon fast verstaubt. Deswegen hat sie ein bisschen früher am Start zu sein als alle anderen, ist manchmal gar nicht so verkehrt. Manchmal ist es aber auch nicht so gut. Ideal.